Okay, von mir ein herzliches Willkommen. Ich freue mich wirklich, dass der Hörsaal mal wieder so voll ist. Haben wir jetzt lange nicht gesehen. Ich muss gleich eine Sache dazu sagen. Euch wird es gar nicht betreffen, weil ihr seid ja alle hier. Aber ich habe angekündigt, dass ein Livestream dazu gesendet wird. Das Netz hier ist im Moment nicht stabil genug für einen Livestream. Und ich habe das jetzt aufgezeichnet. Oder ich lasse es aufzeichnen, was wir jetzt gerade machen. Das heißt, es wird dann im Anschluss an die Vorlesung einfach hochgeladen. Das ist ärgerlich für die, die gerade akut am Gerät sitzen und auf was warten, aber manchmal geht es halt nicht anders. Das wird in Zukunft auch immer so laufen. Sollte irgendwann mal hier ein Livestream nicht möglich sein, dann werden wir auf alle Fälle aufzeichnen und es dann hinterher hochladen. Also auch wenn ihr nicht da sein könnt, wird euch nichts verloren gehen. Die zweite Ansage ist aber, wenn ihr könnt, dann kommt sicher auch. Weil, ich meine, Matthias eben schon gesagt hat, so eine Vorlesung lebt einfach auch von der Interaktion. Und zum einen ist es für mich viel motivierender, in Gesichter zu schauen als in eine Kamera. Einfach auch, weil ich dann sehe, wie mein Stoff aktuell ankommt. Also ich halte auch niemals zweimal dieselbe Vorlesung. Deswegen brauche ich einfach diese Interaktion. Ob ich zu schnell, zu langsam, zu langweilig oder sonst was bin. Und das sehe ich, wenn ich in eure Augen gucke. Das sehe ich aber nicht, wenn ich in der Kamera gucke. Also ihr seid wichtig für mich, aber es ist auch wichtig, dass ihr hier seid für euch, weil wir ja tatsächlich diese Dinge auch gemeinsam im Diskurs zum Teil erarbeiten. Vielleicht ein paar einleitende Worte zur Vorlesung an sich. Ich werde später noch ein paar Folien haben, wo wir auch was zu den Übungen sagen. Aber es ist eine Einführung in physikalische Chemie. Und uns ist absolut bewusst, dass die meisten von euch in der Schule noch keinen Kontakt zur physikalischen Chemie hatten. Deswegen haben wir vor ein paar Jahren diese Vorlesung eingezogen. Bis dahin starten wir alles mit den Grundlagen der physikalischen Chemie. Und da ist man gleich ins kalte Wasser geworfen worden. Und das ging ganz gut für Leute, die Leistungskurs Physik oder Chemie in der Schule hatten, und für die anderen ging es gar nicht. Und deswegen haben wir auf dieser Zwischenebene etwas eingezogen, wo wir versuchen, mit möglichst wenig Formeln euch Dinge nahezubringen, zu erklären, auf der anderen Seite euch auch in den Formalismus schon einzuführen, mit ganz einfachen Formeln. Das ist weit unter dem Niveau, was man später in den Grundlagen, also in der GOC-Vorlesung im dritten Semester haben wird. Aber es macht euch schon mal ein bisschen vertrauter mit dem Formalismus, den wir hier verwenden. Also für einige, ich weiß es ganz genau, wird diese Vorlesung sehr langweilig werden, nämlich für die, die Physikleistungskurs in der Schule hatten. Für andere wird diese Vorlesung sie vielleicht schon fast an ein Limit bringen. Dann müsst ihr halt wirklich gucken, dass ihr dieses Limit ausreizt, um dann in der GOC tatsächlich von Anfang an alles zu verstehen, was da gebracht wird. Manche Inhalte werden sich auch ein bisschen doppeln zwischen der Vorlesung und der GOC, weil wir wirkliche Grundlagen auch dort nochmal wiederholen und die sind zum Teil hier auch schon gekommen. Gerade im Bereich der Thermodynamik werde ich euch hier sehr viel erzählen, was ihr in der Vorlesung, in euren Schulkursen schon gehört habt. Dann würde ich als Literaturempfehlung tatsächlich nur das Vorlesungsskript empfehlen. Ihr habt es vielleicht gesehen, die Vorlesung habe ich hochgeladen schon, also ihr bekommt immer von mir alle Folien hochgeladen. Wenn sich was ändert, bekommt ihr eine aktualisierte Version der Vorlesung hochgeladen und da könnt ihr das immer nacharbeiten. Oder auch zur Klausurvorbereitung verwenden. Die zweite Quelle für die Klausurvorbereitung sind die Übungen, die wir machen. Vielleicht auch die Ankündigung noch heute, weil wir ja heute viel Einführung machen und noch gar keinen richtigen Stoff behandeln, haben wir natürlich noch nicht genug, um Übungen zu machen. Das heißt, heute wird es mit den 2 Stunden Vorlesung gut sein und die 3. Stunde Übung, die wird es erst ab nächste Woche geben. Für die Klausurvorbereitung ist also das Skript von Belang. Uns sind die Übungen von Belang. Guckt euch einfach die Rechenübungen an, die wir euch anbieten. Die Rechenübungen sehen so aus, ich stehe hier an der Tafel und rechne euch diese Aufgaben vor. Das klingt jetzt ein bisschen lächerlich, warum macht ihr das nicht, wenn es eine Übung ist? Das ist bei der Akkreditierung des Studiengangs damals so beschlossen worden, weil die Akkreditierungsagentur hat festgestellt, dass
ihr im ersten Semester zu viele Übungen habt, wo ihr selber was tun müsst, und um den Workload runterzusetzen, aber wir die Übungen trotzdem für wichtig hielten, haben wir uns dann auf diesen Kompromiss eingelassen, dass es die Übungen gibt, aber dass ich das euch vorrechne. Ihr vollzieht quasi nur nach, was ich hier mache. Guckt euch diese Übungen an, weil die Klausur wird zu 50% sich aus diesen Übungen zusammensetzen. Ich meine, ich werde vielleicht ein paar Zahlenwerte abändern, aber die Aufgaben, die drankommen werden, sind zur Hälfte aus den Übungen. Ihr braucht aber nur 50% zu bestehen. Das heißt, wenn ihr diese Aufgaben nachbereitet, habt ihr quasi schon die Garantie zu bestehen. Ja. Ja, genau. Also ich habe es noch nicht gesagt, aber das wäre das Nächste gewesen. Es wird dann noch einen zweiten Reiter geben, außer die Vorlesungsskripte, das sind die Übungen. Und da lade ich dann sukzessiv die Übungen für die nächste Stunde hoch, dann könnt ihr euch die schon mal angucken. Bisher hat man das immer so gemacht, wir haben diese Übungen direkt gleich mit den Lösungen, die ich hier vorstelle, hochgeladen. Im letzten Jahr haben die Studierenden sich dann eher gewünscht, dass ich bei dem vorherigen Hochladen das ohne Lösungen mache, dass sie sich mal Gedanken drüber machen können und dann nach der Stunde, wenn es vorgerechnet wurde, nochmal dann mit Lösungen. Das werden wir dieses Jahr auch so handhaben. Also wenn jetzt erstmal Übungen ohne Lösung kommen, dann ist es, damit ihr euch die mal anschauen könnt und mal probieren könnt, ich das dann ganz alleine ohne die Hilfestellung aus der Vorlesung. Und wenn nicht, dann kommt nach der Übung auf alle Fälle am nächsten Tag oder so, lade ich das dann mit den entsprechenden Lösungen hoch. Okay, ich muss gerade überlegen, ob ich zur Vorlesung noch was vergessen. Ja, also das ist der Grund, warum ich keine weiterführende Literatur dafür empfehlen würde. Ja, für die weiterführenden Vorlesungen, die GOC, die FPC, aber immer ausführliche Literaturempfehlungen, wo wir sagen, wenn ihr in den Buch voll guckt, für die GOC zum Beispiel in den Atkins rein, und das würde ich sagen, ist für diese Vorlesung jetzt nicht notwendig. Achso, genau, dann muss ich ja noch ein bisschen auf Bezug nehmen, dass wir hier im Grunde drei verschiedene Gruppen von Studierenden haben, nämlich Chemiestudierende, Wirtschaftschemie und Biochemie. Und für die gelten ganz verschiedene Regeln. Also die Studierenden der Chemie hören dieses Modul ganz normal und kriegen ihre Credit Points für eine Klausur, die über 2 Stunden geht und dann 6 Credits gibt. Die Wirtschaftschemiker, für die setzt sich das Modul zusammen aus 2 Teilen, nämlich ein Teil die mathematischen Grundlagen, also MMVC und die PC0. Folglich bekommt ihr auch nur quasi eine halb so lange Klausur. Also typischerweise mache ich das so, bei 120 Minuten Klausuren gibt es 12 Aufgaben, sodass man im Schnitt 10 Minuten pro Aufgabe hat. Und es gibt dann auch 120 Punkte, also pro Minute 1 Punkt im Schnitt. Und die Wirtschaftschemiker bekommen dann eine 60 Minuten Klausur mit 60 Aufgaben, mit 6 Aufgaben. Ich war jetzt ein Wirtschaftschemiker. die maximal 60 Punkte. Die Biochemie-Studierenden, für die ist es ein reines Präsenzmodul, das heißt, die schreiben keine Klausur dafür. Das diente nur dafür, weil wir haben es ja am Anfang gar nicht drin gehabt, weil der Studienplan hat sich vorgesehen. Aber dann haben die Biochemiker gemerkt, dass es notwendig ist, um tatsächlich auf diesem Niveau direkt in die GUC einsteigen zu können. Das heißt, auch euch würde ich einfach empfehlen, die Übungen mal mitzumachen, auch wenn sie jetzt nicht diesen Sinn haben, euch direkt auf eine Klausur vorzubereiten, aber sie bereiten einfach auch auf die Vorlesung GUC vor. Ich überlege gerade, ich habe jetzt noch was vergessen. Ja, ich habe eine Sache vergessen, weil ich diese Anfrage bekommen habe und weil ich es eben auch nicht gemacht habe. Also ich habe eben von Biochemikern geredet, es sind natürlich BiochemikerInnen. Ich gendere, aber die Frage kam, ob ihr in der Klausur Punktabzug bekommt, wenn ihr nicht gendert. Entschuldigung, das ist eine so dumme Frage. Natürlich nein. Also zu gendern ist meine persönliche Entscheidung und ich werde es auch manchmal daneben hauen. Aber das ist kein Kriterium für eine Klausurnote. Also weder bei mir noch in anderen Kursen hier an der AHU. Also was da an Gerüchten rumschwirrt, vergesst es einfach. Ja? Tut es. Fertig. Okay.
glaube, damit können wir direkt mal mit der Vorlesung anfangen. Jetzt würde ich gerne mal, danke, du hast mich so weit im Blick, weil ich glaube hier immer so viel rum, dass alles klar ist. Ja, ist für uns auch zum ersten Mal, dass wir wirklich Hybrid machen, live mitfilmen im Hörsaal. Und, wenn ich nur eine Kamera habe, stehe ich auch statisch rum. Und allein da merke ich schon den Unterschied zum Hörsaal. Wenn ich Publikum habe, dann nutze ich im Grunde immer die ganze Breite der Bühne. Ich wollte mal anfangen mit, was ist physikalische Chemie? Weil das wird so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Übliche Einteilung der Chemie in physikalische, organische, anorganische Chemie ist euch bewusst. Natürlich kommt da heutzutage noch die Biochemie dazu und dann so Mischformen, die bioanorganische Chemie, bioorganische Chemie. Aber bleiben wir mal bei der physikalischen Chemie. Und dann gucken wir uns an, wie werden physikalische Gesetze angewendet auf chemische Probleme. Vielleicht das Beispiel, wo es einem am schnellsten bewusst wird, ist, wenn wir die Geschwindigkeit von chemischen Reaktionen untersuchen wollen. Wie schnell setzt sich ein Stoff um in einer gewissen Zeit? Und da hat uns die Physik im Grunde schon die ganzen Instrumente an die Hand gegeben. Die schauen sich den radioaktiven Zerfall von Elementen an und bestimmen die Kinetik von Zerfallsreaktionen. Und der ganze mathematische Formalismus passt eins zu eins auch auf chemische Reaktionen. Auch wenn natürlich dahinter steht, was ganz anderes passiert, aber die Gesetzmäßigkeiten, die Geschwindigkeit von Reaktionen beschreiben, sind in beiden Fällen dieselbe. Im Bereich der Molekülphysik haben wir sehr viele Arbeitsgebiete, die in die physikalische Chemie überlappen. Also ich bin zum Beispiel Molekülphysiker, Lehre aber in der physikalischen Chemie. Also die Gebiete fließen da komplett ineinander über. Womit ich mich beschäftige, ist jetzt die Wechselwirkung von Materie mit Licht, genauer gesagt von Molekülen mit Licht. Wir schauen uns die Antwort der Moleküle darauf, also auf die Licht-Materie-Wechselwirkung an. Die Frage, die da dahinter steckt, ist, welche Struktur haben denn diese Moleküle, was passiert mit Molekülen, wenn man sie anregt in höhere Zustände, wie schnell zerfällt diese Anregung. Das sind Fragestellungen, die dann auch wieder ganz weit in Biologie zum Beispiel eingehen. Ja, warum hat sich die Natur in der Evolution die Verschlüsselung von Informationen über den genetischen Code von Basenpaaren ausgedacht? Da gibt es einen Grund, der in der Stabilität liegt und darin, wie schnell diese Basen eine Anregung, die werden ja ständig mit Licht angeregt, ja, mit Sonnenlicht, wie schnell sie diese Anregung wieder weg loswerden. Weil wenn die elektronisch angeregt sind durch Licht, dann sind die ungeheuer reaktiv. Und wenn sie reaktiv sind, dann machen sie Chemie. Und diese Chemie wollt ihr aber nicht, dass in eurem Körper abläuft, weil wenn da Chemie passiert, geht diese Information verloren. Und Mutationen treten auf. Das heißt, wir brauchen zum einen Reparaturmechanismen, da kümmert sich die Biologie drum, für die DNA, also für die Basenpaare. Auf der anderen Seite brauchen wir einfach auch was, was eine Anregung, die im Molekül einmal drinsteckt, so schnell vernichtet oder in die Umgebung abführt, dass diese Moleküle gar keine Zeit haben, Chemie zu machen. Ja? Und in solchen Fragen kümmert sich dann eher die Molekülphysik und im Überlappungsgebiet dieser beiden Aufgaben dann halt die physikalische Chemie. Teilbereiche sind eben die von mir erwähnte Wechselwirkung Materie, Licht in der Spektroskopie, Elektrochemie. Da wir hier auch keine ausgewiesene Elektrochemie in Düsseldorf haben, wird das ganz, ganz schwerlich behandelt und in dieser Einführungsvorlesung überhaupt nicht. Das kriegt ihr zum Teil dann in der fortgeschrittenen physikalischen Chemie. Weiche Materie, zum Beispiel Cluster oder Aggregate von Molekülen, also übergeordnete supramolekulare Strukturen, dann von mir schon erwähnt, Geschwindigkeit von chemischen Reaktionen im Teilgebiet der Kinetik. Da guckt man sich nicht nur an, wie schnell geht was, sondern welchen Weg geht etwas. Warum ist ein Weg schneller? Naja, im Sprachgebrauch, so von der alltäglichen Sprache, weil es ein kürzerer Weg ist. Und genau das versucht man in der Chemie zu forcieren. Katalysatoren ermöglichen Reaktionen meistens deswegen, weil sie einen kürzeren Weg ermöglichen und damit schneller zu den Produkten führen. Und dann
kann man dann halt der Energetik von chemischen Reaktionen fragen, in welche Richtungen verlaufen die und warum tun sie das. Und nach der Wärmetönung von Reaktionen, das sind Fragen, die in der Thermodynamik geklärt werden. Also in dieser Vorlesung werden wir Spektroskopie, Kinetik und Thermodynamik ausführlich behandelt und am Anfang uns aber einfach mal auf so ganz physikalische Grundlagen zurückziehen, dass ihr ein bisschen lernt, einfach mit Formeln umzugehen und mit Formeln zu rechnen. So, das klingt jetzt so, als wären das alles schon längst eingefahrene Themen, aber physikalische Chemie hat auch sehr aktuelle Bezüge. In der Atmosphärenchemie lieferte die physikalische Chemie die Erklärung für den Treibhauseffekt. Begriff, den ich nicht so gerne mag, Treibhauseffekt, weil es den dahinter steckenden physikalischen Kern nicht ganz gut beschreibt. Und in der ursprünglichen Verwendung von Arrhenius wurde auch geschrieben, it is like a greenhouse. Also er hat diese Analogie nicht so eng genommen, dass er gesagt hat, naja, wir nehmen das eins zu eins wie ein Treibhaus an. Aber es hat sich halt so eingebürgert. Arrhenius war Physikochemiker, Arrhenius hat auch einen Nobelpreis für physikalische Chemie bekommen. Und somit haben wir Treibhauseffekt, Klimakrise sehr eng verbunden mit der physikalischen Chemie. Und das auch nochmal aufzugreifen, dieses Jahr gab es ja auch die Nobelpreise, jetzt nicht für Chemie, aber für Physik im Bereich der Klimawissenschaften. Wenn ich auch noch ganz kurz was dazu sagen. Dann haben wir natürlich das Ozonloch, auch wenn man jetzt nicht mehr so viel davon hört wie in den 90er und in den 2000er Jahren noch, hat sich das zumindest das antarktische Ozonloch immer noch nicht geschlossen. Die Detektion, wie viel Ozon denn überhaupt in der Atmosphäre ist, ist eine Frage der Spektroskopie. Warum wird Ozon überhaupt abgebaut und durch welche Spurengase wird es abgebaut und wie kann man das verhindern, ist eine Frage der Kinetik. Luftverschmutzung, Smog, ist auch so ein atmosphärisches Problem. Auch da haben wir Spektroskopie. Was ist denn eigentlich alles in der Luft? Warum sind so viele Stickoxide da? Warum ist Ozon auf einmal nicht oben in der Stratosphäre, wo es sein soll, sondern bei uns unten in der Troposphäre? Was baut dieses Ozon in der Troposphäre hier ab? Und wie können wir verhindern, dass die Emissionen sich in Städten ansammeln und damit eben zu Smog führen? Das sind Teilbereiche, die in der Kinetik dann geklärt werden. Entwicklung von Energiespeichern, wie gesagt, das, was wir hier nicht machen, Elektrochemie, aber auch da ganz wichtig die Thermodynamik. Katalysatoren ist eher so ein Gebiet, was ich jetzt in die AC oder auch in die OC geben würde. Auch da ist ja in der organischen Chemie dieses Jahr den Nobelpreis dann für Chemie dafür gegeben, für die homogenen Katalysen. Die physikalische Chemie guckt sich eher an, was passiert an Oberflächen. Ja, Wechselwirkung von Gas mit Oberflächen, typischerweise Gasreaktionen, die an Metall- oder Edelmetallkatalysatoren beschleunigt werden. Und dann gibt es noch Überlappungen in die theoretische Chemie, wenn man sich zum Beispiel Wirkstoffentwicklungen anschaut, die beruhen auf der Wechselwirkung von therapeutischen Molekülen mit ihren Rezeptoren. Und diese Molekülrezeptorwechselwirkung kann man spektroskopisch studieren. Für große Systeme geht es dann nicht mehr. Und dann sind wir so an der Schnittstelle, die Systeme noch beschreibt, die Theoretiker gut rechnen können. Und für die Theoretiker ist die Größe des Systems dann egal. Die extrapolieren von dem Punkt mit ihren Rechnungen weiter. Aber bis zu diesem Punkt bekommt aus der physikalischen Chemie Daten, um diese Daten dann so anzupassen, dass man auch was über die Wechselwirkung von realen Therapeutika lernen kann. So, ich hatte es ja schon erwähnt, es gab etliche, und zwar viel mehr als nur Studenten-Nobelpreise, die in die physikalische Chemie vergeben wurden. Gleich am Anfang von Topf, den werden wir kennenlernen in der Thermodynamik für den osmotischen Druck, dann der schon erwähnte Svante Arrhenius, der als erster den Treibhauseffekt quantifiziert hat, der die Erwärmung der Atmosphäre, die globale Erwärmung, nicht nur vorausgesagt hat, sondern auch ziemlich gut schon quantifizieren konnte. Dafür hat er aber den Nobelpreis gar nicht bekommen, sondern für die Dissoziation. Dann Ostwald für Katalyse. Fritz Haber wird wahrscheinlich mit dem Haber-Bosch-Verfahren, also Stickstoff und Sauerstoff wird zu Ammoniak umgesetzt.
Fritz Haber war Physikochemiker und hat, ja, heute liegt Fritz Haber Institut, damals hieß es nach Kaiser-Wilhelm-Institut, das Haber-Bosch-Verfahren entwickelt. Dann Nernst, vielleicht euch bekannt aus der Nernstschen Gleichung für Thermochemie, Bosch, der ihn später bekommen hat als Haber, obwohl sie es zusammen gemacht haben für chemische Hochdruckverfahren, Longmuir für Oberflächenchemie, Urey für schweren Wasserstoff, wenn man auch kennenlernt, Deuterium. Ja, also er hat schweres Wasser gefunden, Harold Urey. Dann Peter Levi für den Begriff der Dipolmomente, also dass Moleküle unterschiedliche Ladungsverteilungen haben können und diese Ladungsverteilung sich in der messbaren, in der beobachtbaren Größe ausdrücken, die wir Dipolmoment nennen. Linus Pauling, ganz bekannt für die chemische Bindung, aber wir sind noch nicht fertig. Es gab Nobelpreis für Hinterdruck, das war jetzt Kinetik. Libby für die C14-Bestimmung, also Radiokarbon heißt, wie schnell zerfällt radioaktiver Kohlenstoff. Das kann man zur Altersdatierung von Gegenständen, die Kohlenstoff enthalten, verwenden. Malekin für die Bindung, Manfred Eigen für sehr, sehr schnelle chemische Reaktionen. Das werden wir hier kennenlernen in der Vorlesung, die Kinetik. Ach so, genau, wenn ihr euch jetzt fragt, warum manche rot sind und manche nicht, das sind nicht die wichtigen und die schwarzen sind die unwichtigen. Die roten sind die, die tatsächlich hier auch in der Vorlesung vorkommen werden. Deswegen habe ich die mal markiert, dass ihr seht, dass wir durchaus auch von den Sachen viele Dinge in der Vorlesung haben. Ohnsager, die Ohnsager-Theorie in der Thermodynamik. Herzberg hat für die Spektroskopie von Radikalen 1971 den Nobelpreis bekommen. Vielleicht ganz kurz, weil immer, ich finde es ganz interessant, auch ein bisschen was hinter den Personen steht, in so einer Vorlesung zu vermitteln, vor allen Dingen, wenn es eine Einführung ist. Gerhard Herzberg war ein deutscher Physikochemiker, der ursprünglich in Göttingen und dann in Darmstadt gearbeitet hat. Und als die Nazis an die Macht kamen, hatten die versucht, ihn dazu zu zwingen, sich von seiner jüdischen Frau zu trennen und seine Professur daran geknüpft. Und dann hat er gesagt, fügt euch, und ist aus Deutschland weggegangen, ist nach Kanada gegangen, das war Saskatchewan, und hat dann eine äußerst erfolgreiche Gruppe aufgebaut, die sich eben mit diesem Thema, das er in Deutschland schon bearbeitet hat, befasst hat, und hat dann 1971 auch den Nobelpreis dafür bekommen. Das ist ein Beispiel, dass eben Wissenschaftler, auch wenn sie in ihrem Elfenbeinturm sind, gesellschaftlichen Entwicklungen auch durchaus kritisch gegenüberstehen können und ja, Fehlentwicklungen doch ganz deutlich benennen können. Also ich mache das so ausführlich, weil Herzberg ist eines meiner Vorbilder in der Wissenschaft, eben weil er nicht nur auf die Wissenschaft geschaut hat, sondern auch die Menschlichkeit eben nicht aus dem Auge verloren hat. Dann haben wir Flory für physikalische Chemie von Makromolekülen, Trigonin für die irreversible Thermodynamik, das sind alles Dinge, die erst in fortgeschrittenen Vorlesungen kommen werden. Rauschbach und Guanli für Dynamik, das ist eine Weiterentwicklung der Kinetik, da guckt man, warum passiert denn kinetisch, was auf eine bestimmte Art und Weise. Marcus für die Elektronentransferreaktoren, jetzt sind wir aber bald durch mit den Nobelpreisen. Dann Kurzen Molina und Sherwood Rowland für die Entdeckung des Ozonlochs und auch die Bestimmung der Mechanismen, die dazu geführt haben. Harold Korto für die Entdeckung der Fullerene, ja, speziell des Buckminster Fullerene. Ahmed Zewail für die Fenchrochemie. Gerhard Wertel, der hat übrigens an diesem besagten Fritz-Haber-Institut in Berlin geforscht für die Entdeckung der, oder für die Erforschung der Mechanismen, die hinter der Katalyse stehen, und ein etwas moderner. 2014 hat Stefan Hell den mit Eric Metzger zusammenbekommen für eine superauflösende Mikroskopie. Und da war das Besondere, die Auflösung ist höher als das Beugungslimit von optischen Elementen eigentlich zulässt. Und dann hat man immer geglaubt, dieses Beugungslimit, das auch erheben wird in der Physik, ist so eine absolute Grenze. So eine absolute Grenze, fast wie die Lichtgeschwindigkeit. Wir können nichts auflösen, was unterhalb dieses Beugungslimits liegt. Wir haben eine ganz tolle Methode gefunden, haben viele Jahre kämpfen müssen, weil viele Physiker und auch Chemiker gesagt haben, vollkommener Schwachsinn. Ihr könnt das nicht, weil da ist diese Grenze da und die haben gezeigt, wie man mit einem Trick diese Grenze umgehen kann.
dann 2017 für die Kryoelektronenmikroskopie und 2019 jetzt aus der Elektrochemie der Lithium-Ionen-Akku. Ja, das waren die Entdeckungen in der physikalischen Chemie. So, alles, was jetzt hier steht, habe ich im Grunde schon gesagt. Das erste funktioniert heute schon mal nicht, dass es tatsächlich live gestreamt wird, aber hier habt ihr nochmal den Kanal, den habe ich euch per Mail hier als Info auch schon zukommen lassen. Auf diesem Kanal könnt ihr sowohl den Livestream verfolgen, als auch hinterher wird das Video dann online gestellt und live auf dem Kanal. Die Übungen streame ich auch, wobei, wie gesagt, bei den Übungen ist die Präsenz vielleicht sogar noch wichtiger als bei der Vorlesung, weil da ergibt sich eigentlich oder ergeben sich die meisten Fragen. Und hatte ich ja schon gesagt, 50% der Klausuraufgaben stellen wir aus den Übungen. Damit ergibt sich natürlich automatisch die zweite Frage, woraus ergeben sich die anderen 50%? Und wenn ich schon keine Literaturangaben habe, dann ergeben sich natürlicherweise rein aus der Vorlesung. Und in der Vorlesung habt ihr, werdet ihr sehen, immer so Blöcke, die sind blau. Blau sind irgendwelche Übungen, die ich so einstreue, also außerhalb der Übungsstunde, einfach so während der Vorlesung. Und ich glaube, es ist eine ziemlich gute Idee, sich diese blauen Blöcke vor der Klausur mal anzugucken. Denke ich. Meine ich. Haben alle immer so gesagt. So. Und nachdem ich euch eben schon gesagt habe, wie wichtig im Grunde die physikalische Chemie für die Beschreibung des Klimawandels, auch ein Begriff, den ich nicht sonderlich mag, weil das ist Klimawandel, das ist eine Binse, ja, das wissen Klimawissenschaftler schon immer. Und auch wenn man natürlich in die geologische Vergangenheit der Erde guckt, dann weiß man, dass sich das Klima gewandelt hat. Der jetzige Wandel funktioniert oder passiert in einer Geschwindigkeit, dass ich den Begriff Wandel, was Langsames impliziert, nicht mehr so angebracht halte. Und ich bevorzuge den Begriff Klimakrise. Das ist eigentlich das, in was wir im Moment stecken. Und ich wollte einfach mal ein paar Dinge dazu sagen. Da ist die Science for Future angeführt. Bin ich auch mit dabei und das ist der Grund, warum das für mich ein sehr wichtiges Thema ist. Und ich versuche halt immer auch die aktuellen Bezüge zu vorlesen und mit reinzubringen. Also, warum denke ich und denken viele, sind wir in der Klimakrise? Weil mein Programm abgestürzt ist. Jetzt bin ich in der Krise. Musste wegen eines Problems beendet werden. Sehr schön. Von Deutschland mit Kenia zu vergleichen,
Aber es macht durchaus Sinn, Temperaturabweichungen des deutschen Mittelwertes zu vergleichen mit Temperaturabweichungen in Kenia vom kenianischen Mittelwert. Ja, das sind Dinge, die dann Sinn machen. Und was wir sehen ist, der Mittelwert weicht überall in eine Richtung ab. Und das ist immer schon ein Zeichen dessen, dass irgendwas passiert. Ja, Mittelwerte heißt ja, wir erwarten eigentlich Schwankungen um diesen Mittelwert, die gleichmäßig zu kleinen oder zu niedrigen Temperaturen und zu hohen Temperaturen verteilt sind. Und genau das ist das, was wir seit vielen Jahren überhaupt nicht mehr beobachten. Der Trend geht immer nur in Änderungen zu höheren Temperaturen. So, jetzt hoffe ich. Ja. Okay. Von mir schon erwähnt, dieses Jahr hat es den Nobelpreis für Klimawissenschaften gegeben an Manabe. Das war der erste, der tatsächlich Computer benutzt hat, um Voraussagen der zukünftigen Klimaentwicklung zu machen. Das ist ganz, war ein großer Einschnitt in den 60er Jahren. Diese Modelle waren noch nicht sehr gut. Die Voraussagen aus diesen Modellen, waren eigentlich numerisch noch nicht gut, aber er hat die ganzen Grundlagen gelegt, auf denen dann Leute wie Hasselmann und Parisi aufbauen konnten. Hasselmann, der dann die heutigen gebräuchlichen Modelle, die eben auch so sozioökonomische Grundlagen, was macht denn eine Gesellschaft? Und wohin gehen Gesellschaften? Was muss man tun, damit mehr oder weniger Treibhausgas emittiert wird? Wie könnte das zum Beispiel so Dinge wie das Bruttosozialprodukt beeinflussen? Und deswegen habe ich im Grunde zwei Zitate hier mal rausgesucht. Nämlich das erste ist auf Deutsch von Hasselmann, der direkt nach der Verleihung des Nobelpreises gesagt hat, dass er es sehr erfreulich findet, dass es den jungen Menschen von Fridays for Future gelungen ist, das Thema in die breite Öffentlichkeit zu bringen. Und er hat das gesagt, dass ja, wir seit vielen Jahren fühlen, sie haben einen Weg gefunden, die Öffentlichkeit anzusprechen, den wir als Wissenschaftler nicht gefunden haben. Und das ist genau der Punkt. Zweiter Arrhenius hat diese Theorie 1896 aufgestellt. Das war damals nur eine Theorie. 1896. Sie ist auch um 1900 heftig widersprochen worden von Knut Angström. Knut Angström war damals auch eine Koryphäe in der physikalischen Chemie, und das ist komplett verworfen. Da sein Name mehr zählt als der von Svante Arrhenius, war die Arrhenius-Theorie zum Klimawandel dann erstmal gute 30 Jahre vom Tisch. Und dann haben Stratosphärenmessungen während des Zweiten Weltkriegs, die von der amerikanischen Luftwaffe durchgeführt wurden, dazu geführt, dass erkannt wurde, Mensch, das war alles richtig. Und zwar haben die den Wasserdampf in der Atmosphäre gemessen, die Temperaturverteilung in der Atmosphäre, natürlich nicht aus wissenschaftlichem Interesse, sondern weil sie in der Zeit ihr Radar erfunden haben und natürlich Radarwellen zum Teil von Wasserdampf absorbiert werden und man dann sehr genau wissen musste, woran werden Radarstrahlen denn überhaupt gestreut. Also in den 40er Jahren wusste man dann auf einmal wieder ganz genau Bescheid, weil zusätzlich zu den theoretischen Überlegungen von Arrhenius gab es dann tatsächlich harte Messungen. Ja, die lassen sich einfach nicht vorgeschrieben. Das sind dann Fakten. Insofern 40er Jahre, ja, 60 Jahre bis 2000, nochmal 20, also seit 80 Jahren haben wir den Effekt quantifiziert. In den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts hat der Club of Rome mit diesem berühmten Buch Die Grenzen des Wachstums schon aufgezeigt, wo das wahrscheinlich hinlaufen wird. Also sind 50 Jahre rückwärts von heute gerechnet. Also wir wissen seit 50 bis 80 Jahren um diesen Effekt. Und trotzdem ist es uns als Wissenschaft nicht gelungen, das tatsächlich gesellschaftlich das Thema zu verankern. Und das ist erst mit der Fridays for Future Bewegung gelungen und deswegen haben sie im Anschluss daran auch die Scientists for Future gegründet, um eben die Forderungen, die Fridays for Future stellen, wissenschaftlich zu unterminieren und auch tatsächlich Argumentationshilfen zu liefern. Und die zweite Aussage, die ist von Giorgio Parisi, die ist erst gestern getätigt worden, und zwar in der Pre-COP26-Sitzung. Also COPs sind die internationalen Klimakonferenzen, die findet ja dieses Jahr in Edinburgh statt. Das ist die 26. Gerechnet ab der ersten Konferenz, die damals in Berlin stattgefunden hat. Und
die beginnt am 30. Oktober und da gibt es jetzt so eine Pre-COP-Sitzung schon dafür. Und da hat er gesagt, allow me to add an economic consideration. The gross domestic product, also das Bruttosozialprodukt of individual countries is the basis of political decisions. And the mission of governments seems to be to increase GDP as much as possible. An objective that is in profound contrast with the arrest of climate change. Also er sagt, wenn wir immer nur auf das Wachstum des Bruttosozialprodukts schauen, wird es uns nicht gelingen, die Klimawandel zu stoppen. Für den Fall habe ich eigentlich jede Menge Hustenbonbons. Ja. Gemütlich in meinen Vorlesungen immer so wenig wie möglich an die Tafel zu schreiben, obwohl ich das liebe, aber ich bin allergisch gegen Kreidestaub. Das macht eine Berufskrankheit. Also meine Hustenbonbons werden sich auch gewöhnen müssen. Das ist kein Problem. Okay. Die Darstellung, die ich euch eben gezeigt habe, die geht zurück im Grunde auf die Warming Stripes. Warming Stripes sind von einem englischen Physiker kreiert worden. Die zeigen genau das, was ich euch gezeigt habe, nämlich die Abweichungen zu einer Mitteltemperatur an einem jeweiligen Ort. Das heißt, diese Warming Stripes, die gibt es für jeden einzelnen Ort. Das macht kein, also man kann die auch global machen, das ist die Abweichung von der globalen Temperatur. Aber viel ja, eindrücklicher ist, wenn man sich anschaut, wie sich die Temperatur, die relative Temperatur in der eigenen Umgebung mal verändert hat. Beginnt bei 1890 und geht auf der Skala bis 2019. Und wir sehen eigentlich, ab den 2000er Jahren haben wir nur noch Temperaturen, die über dem Durchschnitt lagen. Ja? Während wir das in der Vergangenheit auch mal hatten, ja, so hier haben wir ein Jahr, hier haben wir so ein gelbes Jahr, die waren auch drüber, hatten wir in der Vergangenheit aber doch eher diese Mischung an mal zu kalt, mal zu warm. Und seit den 2000er stellen wir jedes Jahr quasi einen neuen Temperaturrekord auf. 2021 haben wir den von 2018 nicht ganz gebrochen, da sind wir auf 0,1 Grad runtergeblieben, aber es reiht sich ein in die Reihe der viel, viel zu heißen Durchschnittstemperaturen. Ursächlich dafür sind die Treibhausgase und weil es einfach das Wichtigste ist, ich habe mal rausgepickt, das CO2. Die ältesten Messungen zur CO2-Konzentration, die sind aus dem Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre auf dem Mauna Loa. Das ist ein Vulkan auf Hawaii. Warum ist gerade auf Hawaii? Das ist schön weit weg von industriellen Emissionen. Das heißt, man hat hier sehr unverfälschte Daten und bis auf so ein paar Messlücken haben wir dann ab 78 eine durchgehende Messreihe. Und was ihr seht, von dem Gehalt damals von 320 ppm, ppm sind parts per million, also 320 Moleküle CO2 pro Million Gasmoleküle. Ja. Sind wir jetzt angestiegen auf 418 letztes Jahr, 418 ppm. Und diesen Anstieg seht ihr hier ganz klar. Überlagert ist dieser Anstieg von so einer etwas ja, sinusförmig aussehenden Kurve und da steckt einfach tatsächlich drin die verschiedenen Jahreszeiten. Auf der Nordhalbkugel habt ihr wesentlich mehr Vegetation als auf der Südhalbkugel. Wenn in der Nordhalbkugel früher wird und Pflanzenmasse baut sich auf, dann sinkt die atmosphärische CO2-Konzentration, weil das CO2 gebunden wird in Blattmasse. Im Herbst fallen die Blätter von den Bäumen, zersetzen sich und setzen dieses CO2 wieder frei. Ja, so habt ihr im Halbjahresrhythmus immer Maximum, Minimum. Das seht ihr hier auf dieser Kurve. Und aber überlagert zu diesem Maximum Minimum seht ihr, dass die Gesamtkurve einfach nach oben hin ansteigt. Das Rechte ist mal an einem anderen Observatorium, das
Barrow Atmospheric Baseline ist ganz im Norden. Und da seht ihr, da ist es nicht ganz so sinusförmig, weil wir sind da halt schon ganz weit im Norden. Ja? Das Hawaii ist eher in einem Bereich, wo wir gleichmäßige Einflüsse von der, wenn es im Norden abnimmt, nimmt im Süden zu und umgekehrt haben. Von den Barrow haben wir halt fast nur einen nördlichen Einfluss. Aber CO2 ist nicht das einzige Problem. Methan haben wir seit 1984 auch um 20% ansteigen lassen. Diese Angabe hier sind jetzt in ppb, also Parts per Billion. Nicht wundern, dass die Zahlen größer sind als in der letzten Folie. Wir sind eine Tausenderpotenz kleiner bei Parts per Billion als bei Parts per Billion. Ja, das ist das englische Billion, was in einer Milliarde ist, nicht das deutsche Billion. Methan ist ein wesentlich potenteres Treibhausgas noch als CO2. Warum spricht man dann mehr vom CO2? Das hat zwei Gründe. Zum einen, wie ja hier gezeigt, die Methankonzentration ist noch niedriger und die Verweilzeit von Methan in der Atmosphäre ist geringer. CO2 ist ein sehr stabiles Molekül, es überlebt in der Atmosphäre leicht 100 Jahre. Das heißt, jedes CO2-Molekül, was wir jetzt emittieren, bleibt 100 oder noch mehr Jahre in unserer Atmosphäre. Jedes Methan, was jetzt emittiert wird, geht innerhalb weniger Jahre kaputt durch Photochemie. Ja, also Methan ist einfach ein viel reaktiveres Molekül als CO2. Deswegen lassen sich Änderungen in unserem Verhalten beim Methan viel schneller zeigen als beim CO2. Und das ist halt auch immer die Gefahr, wenn man eine Änderung vornimmt, die nicht sofort zeigt, dass man an einer Stellschraube gedreht hat, führt in der öffentlichen Wahrnehmung oft dazu, das bringt ja nichts zu sagen oder das hat ja gar keinen Effekt. So, ich würde jetzt an der Stelle mal gerne eine kurze Pause machen. Und zwar, also wir machen eigentlich immer ein Viertel, jetzt habe ich mich ein bisschen verquatscht. Lass uns um halb weitermachen, weil so viel Stoff war es ja heute noch nicht. Lass den Stream weiterlaufen, ich habe keine Lust, den noch weiterzuschlagen. Thank you.
waren bei Methan in der Mauer. Wir waren bei Methan und haben uns angeschaut, dass auch beim Methan eine sehr starke Zunahme zu verzeichnen ist. Und zwar im Moment auch tatsächlich mit stark wachsendem Trend. Grund für Methanemissionen, also anthropogene Methanemissionen, sind in erster Linie Massentierhaltung, Fracking von Gas und ja, Öl- und Gasverarbeitung, Leckagen. Es gibt aber mittlerweile auch eine ganz große Methanquelle, die indirekt zwar anthropogen verursacht sind, die aber natürliche Ursache hat, nämlich das Abschmelzen des Permafrosts. Im Permafrost sind große Mengen an CO2 und Methan gespeichert. Und wenn der Permafrost taut in den steigenden Temperaturen, wird dieses Methan freigesetzt. Das ist zum Beispiel ein Beispiel für etwas, was man ein Kippelement nennt. Also das sind, in der Chemie würde man vielleicht Autokatalyse eher dazu sagen. Das sind Prozesse, bei denen das Ergebnis oder die Endsubstanz, die eigentliche Reaktion, noch beschleunigt. Und das ist hier gegeben. Ja, Methan ist ein Treibhausgas, führt zu einer Erwärmung. Die Erwärmung führt zum Abschmelzen von Permafrost. Permafrost setzt Methan frei und das erhöht wieder die Temperatur. Ja, also eine positive Rückkopplung. Die gibt es auch beim CO2, es gibt positive Rückkopplungsmechanismen. Und das ist die große Gefahr eben beim Treibhauseffekt, dass wir keine linearen Zusammenhänge haben zwischen der Emission und dem, was rauskommt. Das ist über lange Zeit linear und dann plötzlich überschreitet man einen Punkt, den sogenannten Kipppunkt oder im Englischen Tipping Point, und dann tritt eine ganz starke Änderung dieser Größe auf, die in einen neuen Zustand führt. Das ist auch wieder ein Gleichgewichtszustand. Und so ein Tipping Point führt aber immer in ein Gleichgewicht, was ganz weit entfernt liegt von dem ursprünglichen Gleichgewicht. Und selbst wenn wir nur relativ, also in unteren Rohren, geringe Temperaturänderungen hätten, wie, und ich sage jetzt schon mal eine Extremzahl von 5 Grad, viele Leute fragen sich, ja Mensch, wäre es wirklich so schlimm, wenn es hier bei uns 5 Grad wärmer wäre? Ja, wäre es. Es wäre sogar für uns hier schlimm. Aber global gesehen ist es natürlich die absolute Katastrophe, 5 Grad mehr. Weil wir leben mittlerweile in solchen komplexen Gesellschaften, die sich ja angepasst haben auf die jeweilige Temperatur, die an dem Ort herrscht. Ja. Und natürlich ist es im Mittel in Afrika 5 Grad mindestens wärmer als im Mittel hier in Europa. Aber das ist gar nicht die Frage. Die Frage ist, was würden 5 Grad Änderungen hier bewirken und was würden die dort bewirken? Wir wissen alle, das Abschmelzen des Grönlandgletschers oder das Abschmelzen der antarktischen Gletscher würden zu einer starken Meeresspiegelerhöhung führen. Und das würde uns hier direkt in Mitteleuropa, ja, das würde die deutsche Nordseeküste, das würde vor allen Dingen die holländische Küste dramatisch verändern. Ja? Und es sind Bereiche, auch die englische Küste, in denen Millionen Menschen leben. Ja? Die müssen dann auf einmal woanders hin. Oder es muss ein Riesenaufwand in Deichbauprojekte gesteckt werden. Das kann man finanziell vielleicht in Europa sogar noch stemmen. Wenn ihr nach Bangladesch guckt, wo viele Millionen Menschen auch ganz knapp über dem Meeresspiegel leben, dann wird es dort schon nicht möglich sein. Das heißt, sowas wird auch massive Migrationsbewegungen, erstmal Binnenmigration, also die versuchen dann natürlich in Bangladesch in einen anderen Bereich dort zu kommen, aber das sind sehr viele Menschen. Das heißt, mit Binnenmigration wird sich dieses Problem auch nicht lösen. Das heißt, die Klimakrise ist tatsächlich auch immer eine soziale Krise, die sich irgendwann auf die ganze Welt auswirkt. Das Schöne, was ich eben gesagt habe, ist, Methan kriegt man wieder relativ schnell, also da müssen wir gar nichts tun, aus der Atmosphäre raus. In der Atmosphäre kommen O'Hara-Radikale, die sind automatisch da, die das abbauen, und im Boden wird es bakteriell abgebaut. Das CO2 ist halt wesentlich langlebiger. Also wenn wir das Methan mal in den Griff gekriegt haben, dann können wir dieses Problem relativ schnell einen Haken dran setzen. Beim CO2 ist es leider nicht so. Ja, die Fridays for Future haben als erste solche Handlungen eingefordert, die die katastrophalen Änderungen in unserem Klimasystem
vermeidende abbildern können. Und die Scientists for Future unterstützen das mit ihrem Aufruf, den ich hier jetzt nochmal in Auszügen wiedergebe. Und das Wichtige daran ist, dass eben konstatiert wird, dass die Anliegen von Fridays for Future berechtigt und gut begründet sind und dass die jetzigen Maßnahmen zum Klima, Artenwald, Meeres- und Bodenschutz bei weitem nicht ausreichen. Und das ist halt auch wieder das Motiv, was wir jetzt bei der COP26 haben, dass keine der Maßnahmen, die bisher von den einzelnen Ländern, die die Beschlüsse ratifiziert haben, umgesetzt wurden, ausreichend sind, um diese Beschränkung auf 1,5 oder auch nur um 2 Grad Celsius der globalen Durchschnittstemperatur zu begrenzen. Und woher eigentlich diese 1,5 oder 2? Das sind Werte, von denen man annimmt, dass man diese globalen Kipppunkte, von denen ich gesprochen habe, noch vermeiden kann. Aber auch nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Selbst eine 2 Grad Erwärmung birgt ein gewisses Risiko, dass einige der Kipppunkte erreicht und damit auch überschritten werden. Bei 1,5 Grad ist die Chance sehr viel geringer und deswegen war die Forderung oder ist die Forderung ganz klar, die Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Keiner der globalen Emissionspfade, die die großen Industrienationen im Moment eingegangen sind, wird dieses Ziel erreichen können. Also Industrienationen, ich fasse jetzt mal die EU, weil die ja einen gemeinsamen Plan verfasst hat, da als eine Nation ein. Also weder die EU noch die anderen großen Emittenten jetzt zu nennen, die USA, Kanada, Brasilien, China und Indien, haben einen Plan vorgelegt, bei dem die Reduzierung in Übereinstimmung mit dem 1,5 Grad Ziel steht. Das heißt, auf diesen COP-Konferenzen wird immer sehr viel beschlossen, wovon nur ein ganz kleiner Teil tatsächlich national oder transnational dann im Rahmen von Verbünden wie die EU umgesetzt wird. Ja, ich hatte schon erwähnt, das Ozonloch war in den 90er und 2000er Jahren ein großes Problem und man hört heute nicht mehr viel davon. Und jetzt gibt es eine Möglichkeit, entweder dort ist totgeschwiegen, das ist bald aber nicht so, sondern ein Problem hat sich entweder gelöst oder vermindert. Und das ist beim Ozonloch tatsächlich passiert. Und deswegen erzähle ich die kurze Geschichte hinter dem Ozonloch, weil wenn man sich dadurch entmutigt fühlt, was heute auf diesen ganzen COP-Konferenzen passiert, nein, die Konferenzen sind sehr gut, die Beschlüsse, die da gefasst werden, sind sehr gut, aber sie werden dann in politischen Entscheidungen verwässert. Deswegen erzähle ich immer die Geschichte des Ozonlochs, weil das macht Mut, das zeigt, wenn alle zusammenstehen, kann man tatsächlich auch global was erreichen. Und zwar von mir vorher schon erwähnt, Raul Molina, die hat dann den Nobelpreis bekommen, 1974, für die Entdeckung des Ozonlochs. Und die hatten als allererste davor gewarnt, dass diese sogenannten Fluorchlorkohlenwasserstoffe, die damals in jedem Treibmittel, jede Spraydose enthielt als Treibmittel Fluorchlorkohlenwasserstoffe. Jeder Kühlschrank enthielt als Kühlmittel Fluorchlorkohlenwasserstoffe. Warum hat man die genommen? Also es ist wunderbar, die sind nicht brennbar, die sind chemisch, soweit wir das beurteilen konnten, im Erd. Die haben wirklich physikochemisch tolle Eigenschaften gehabt. Aber wenn die in die obere Atmosphäre kommen, werden die durch Sonnenlicht photonisiert und setzen Chloratome frei. Und diese Chloratome machen in der radikalischen Reaktion das Ozon kaputt, um es mal ganz banal zu sagen. Und da stecken sehr viele, sehr komplizierte Prozesse dahinter und Molina und Rowland haben diese Prozesse mit aufgeklärt. Die haben nicht ganz recht gehabt, das muss man auch mal der Ehrlichkeit halber sagen. Die haben nämlich gedacht, dass die FCKW dazu führen, dass unsere Ozonschicht global komplett abnehmen wird. Das heißt, die Ozonkonzentration wird abnehmen. Und es hat sich gezeigt, das trat überhaupt nicht ein, sondern ganz lokal nahm die Ozonkonzentration ab und da viel dramatischer, als sie es erwartet haben, nämlich über der Antarktis. So, jetzt kann man sagen, naja, in der Antarktis leben relativ wenig Menschen, was betrifft uns das? Dieses antarktische Ozonloch ist zwischendurch so groß geworden, dass es große Teile von Neuseeland, von Australien, von Argentinien, von Chile überstrich, wo doch sehr viele Menschen leben. Und die Mechanismen, die dahinter stecken, sind in der Art, dass man tatsächlich davon ausgehen kann, dass sich auch ein arktisches Ozonloch, auch das haben wir, das ist viel, viel seltener, wird viel schwächer ausgedehnt,
Wenn ihr über solche Dinge was lernen wollt und seid dann im Masterstudiengang, empfehle ich euch mein Modul Umweltchemie. Da macht man genau diese physikochemischen Grundlagen jetzt. Warum gibt es überhaupt Strukturlöcher? Ja, also die haben das gar nicht ganz richtig vorausgesagt. Auf der rechten Seite sieht man es, da ist es farbkodiert. Grün ist sozusagen der normale Gehalt und violett ist praktisch die Ozonkonzentration auf Null abgesenkt. Ja, wir gucken hier von unten auf die Erde, also vom Südpol auf die Erde drauf. Warum eigentlich von unten hin, die Erde hat keine Vorschriften. Dann wir gucken auf den Südpol drauf. Und zwar passiert das immer nur über 3 Monate, nämlich im antarktischen Frühling, was dann erklärt hat, auch wie dieser Mechanismus zustande kommt. Und die Politiker haben sich dann sehr schnell zusammengesetzt, als klar war, Anfang der 80er Jahre, dass das tatsächlich ein großes Problem geben wird. Und dann 1986, also ungefähr 5 Jahre, nachdem das antarktische Ozonloch aufgetreten ist, 5 Jahre danach schon beschlossen, dass sie die Fluorchlorkohlenwasserstoffe bis 1994 um 20% reduzieren wollen und bis 1999 um 30%. 1990 hat man festgestellt, das reicht gar nicht und hat eine Folgekonferenz gegeben und hat dann um 50% reduziert bis 95 und um 85% bis 97. Und dann hat man festgestellt, auch das reicht noch nicht. Und 2007 wieder in Montreal beschlossen, dass die FCKW um 90% bis 2015 zu reduzieren sind, was man auch geschafft hat. Und den kompletten Verzicht bis 2020, was man geschafft hat für die Industrieländer und man hat für die Entwicklungsländer oder für Transition State Countries diesen Zeitplan um 10 Jahre verschoben und hat zusätzlich zur Verschiebung da noch finanzielle Anreize gesetzt. Ja, also denen wurde es tatsächlich ermöglicht, bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Entwicklung, die man ja den Ländern auch nicht verwehren kann, trotzdem einen Reduktionspfad zu beschreiben, einfach durch ökonomische Ausgleiche. Ja, also die bekamen auch Geld für den Verzicht auf die weitere Verwendung von Fluorchlorkohlenwasserstoffen. Und mit diesen Maßnahmen hat man es dann tatsächlich erreicht, dass die Ozonkonzentration abgesunken ist. Und hier habe ich mal das Leitfluorchlorkohlenwasserstoff oben. Ja, also der basiert auf Ethan. Und an den einen sind die 3H-Atome ersetzt durch 2-mal Chlor und 1-mal Fluor. Und an dem anderen C-Atom sind sie durch 1-mal Chlor und 2-mal Fluor ersetzt. Ja, das ist so ein typischer Fluorchlorkohlenwasserstoff. Und hier seht ihr die Entwicklung. Und bis ungefähr 1994 stieg das Ganze noch an. Und das, finde ich, ist das Tollste an diesem System. Also, die Wissenschaftler haben das auch vorausgesagt. Wenn ihr jetzt sofort nicht mehr emittiert, dann werden natürlich die Dinge, die schon emittiert wurden, langsam in der Troposphäre und in der Stratosphäre nach oben steigen und werden dann ihre Wirkung entfalten. Das heißt, ihr müsst auf lange Frist denken. Und die Politiker ließen sich tatsächlich nicht davon abbringen und haben diesen Plan des Verbots der FCKW weiter verfolgt. Man sieht dann ab 1995 tatsächlich die Abnahme und man sieht jetzt den linearen Trend, das sind jetzt von den 85 ppb, also hier auch wieder Skala Parts per Billion, bis auf 70 runtergegangen. Ja? Also man sieht, es funktioniert und man sieht es vor allen Dingen an den Bildern, wie ich euch das gezeigt habe, von dem Ozonloch, dass es jetzt tatsächlich von Jahr zu Jahr kürzer wird, die Ozonkonzentration nicht mehr so stark abnimmt und es sogar einzelne Jahre gibt im Moment, wo es fast ganz ausfällt. Also die absolute Erfolgsgeschichte ab 2050 wird laut der Weltmeteorologischen Organisation das Ozonloch geschlossen sein, wenn der Trend, wie wir ihn jetzt haben, anhält. Und es sieht vollkommen danach aus. Und wir haben 2017 tatsächlich die kleinste Ausdehnung gehabt seit dem Jahr 1988. Also das war tatsächlich ein Problem, was auf einer internationalen Konferenz, und zwar gab es da nur 5 Stück, nicht 26 wie beim CO2, erkannt wurde. Es wurde auf die
ja, Handlungshinweise von Wissenschaftlern gehört, selbst wenn sich in Teilbereichen herausgestellt hat, dass sie gewisse Entwicklungen falsch eingeschätzt haben, wie zum Beispiel mit der globalen Abnahme. Das wurde dann korrigiert und die Politiker haben gesagt, okay, wir haben da getäuscht, aber das ist richtig. So, also ein faktenbasiertes Herangehen an so eine Lösung. Die Frage ist, warum hat das damals geklappt? Was ist ja nicht lange her. Und warum klappt es heute nicht mehr? Und im Grunde, denke ich, gibt es dafür zwei Gründe. Und ich kann überhaupt nicht einschätzen, welcher davon wichtiger ist. Aber ein Grund ist natürlich der ökonomische Impact auf FCKWs zu verzichten, war kleiner als der ökonomische Impact auf CO2-Emissionen zu verzichten. Das muss man ganz klar sehen. Auf der anderen Seite standen sehr wichtige und sehr mächtige Chemieunternehmen hinter der Produktion dieser FCKW, in den USA, DuPont, die massiv Druck ausgeübt haben. Also insofern ist da die Situation schon vergleichbar. Also natürlich gibt es bewahrende Kräfte, die versuchen, diese Veränderungen, weil sie für sie ökonomisch nachteilig sind, zu verhindern. Und es gibt progressive Kräfte, die das vorantreiben. Der andere, ich würde sagen, eher ein psychologischer Unterschied ist, in der Denkstruktur, die damalige und heutige politische Entscheidungsträger haben. Und das ist ein reiner Zufallsprozess. Das ist keine Entwicklung, dass ich sage, heutige Politiker raffen es einfach nicht oder damalige Politiker waren intelligenter. Das sind so Dinge, dass in der Geschichte auch Zufälle eine riesige Rolle spielen. Und da gibt es zwei Protagonisten und ja, als ich so in eurem Alter war, war das für mich die großen Hassfiguren der internationalen Politik. Also wir sind auf die Straße gegangen gegen Ronald Reagan und gegen Margaret Thatcher. Man muss aber auch sagen, beide haben ihren ganz großen Anteil, dass dieses Montreal-Abkommen nicht nur beschlossen wurde, sondern sie haben diesen Druck auch aufgebaut, um die Industrie davon nicht nur zu überzeugen, sondern mit Gesetzen, mit Gesetzgebung dazu zu zwingen, die FCKW zu vermindern. Warum haben die es getan? Also jetzt nicht aus reiner Menschenfreundlichkeit, aber Ron Reagan hat einen sehr einfachen Grund. Der hat ja eine riesige Ranch, ist ja immer mit seinem Pferd geritten und in der glühenden Sonne hat er sich einen Hautkrebs im Gesicht eingefangen. Und das war damals schon klar, dass die UV-Strahlung eben durch die Ozonschicht geblockt wurde. Und er hat einfach aus eigener Erfahrung gesehen, was passiert, wenn die Ozonschicht abnimmt. Das heißt, es war ein Erfahrungshandel von ihm. Margaret Thatcher hat dieses Problem schlicht und ergreifend verstanden, weil die war promovierte Chemikerin. Das heißt, der konnte man sagen, das und das wird passieren. Und sie hat es einfach geglaubt, weil sie es verstanden hat. Und das sind zwei Punkte, wo ich heute halt einfach meine Zweifel habe, ob das immer so zusammenkommt, dieses Verstehen, also wirklich Verstehen im naturwissenschaftlichen Sinn und daraus Handlungsempfehlungen oder auch Handlungsvorschriften abzuleiten. Und also so traurig das ist, ich glaube, man muss einfach ein bisschen auf eine neue PolitikerInnen-Generation hoffen, die so eine Gesetzgebung auf den Weg bringt, die uns tatsächlich von diesem Problem befreit. Und ich preise halt immer dieses Ozonloch als Blaupause an. Es gibt noch eine zweite, da waren die Auswirkungen nicht so groß. Das war das sogenannte neuartige Waldsterben. Auch in den 80er, 90er Jahre des 20. Jahrhunderts, da ist in den Steigungslagen der Mittelgebirge in Deutschland, auch in Tschechien, sind große Teile der Wälder einfach abgestorben. Und der Grund dafür waren aus den damaligen Industrieanlagen Schwefeldioxid-Emissionen. Das Schwefeldioxid hat sich zu Schwefelsäure umgesetzt, das war saurer Regen und das hat den Nadelwald komplett zerstört. Und da hat man sehr, sehr schnell die ersten transnationalen Gesetzgebungen zur Schwefelemission beschlossen. Ja, es durften nur noch schwefelreduzierte oder schwefelfreie Treibstoffe verwendet werden und so weiter. Man hat in wenigen Jahren dieses Problem gelöst. Und dann gesehen, oh, das, was mit Schwefel geklappt hat,
wird mit Stickstoff auch klappen. Und dann wurde die nächste nationale und dann transnationale Gesetzgebung auf den Weg gebracht zur Stickstoffminderung. Also jetzt natürlich nicht molekularer Stickstoff, sondern Stickstoffverbindungen, ja, wie Lachgas, wie NO2, wie NOx, die halt schädliche Wirkungen haben. Also es hat in der Vergangenheit relativ häufig geklappt, wenn der Leidensdruck groß war. Und vielleicht ist auch das die große Änderung. Dieses Ozonloch trat in wenigen Jahren in einer Massivität auf. Man hat das wirklich jedes Jahr gesehen, wie es den Bach runterging. Wohingegen die Temperaturänderungen im Moment aus Kahlen bewegen. Wir klettern im Moment mit einer Rate ungefähr von 0,1, 0,2 Grad pro Jahr global. Das klingt unglaublich wenig. Ja? Also 0,2 ist schon hoch, 0,1 eher. So, das klingt unheimlich wenig, aber rechnet mal aus, in wenigen Jahren, 2050, was ihr alle noch erleben werdet, was dann das für eine globale Durchschnittstemperatur bedeuten würde. Also das heißt, die Änderungen sind im Moment einfach so klein, dass der Leidensdruck offensichtlich so gering ist, dass kein dringender Handlungsbedarf daraus abgeleitet wird. Und das Problem bei so einer linearen Überlegung ist halt immer, sobald ich den Kipppunkt erreicht habe, den Tipping Point, geht es nicht mehr zurück. Der neue Gleichgewichtszustand ist ein stabiler Gleichgewichtszustand, aus dem komme ich nicht raus. Wenn wir einmal in der, sagen wir die Hot Earth, in diesem Minimum gefangen sind, dann bleiben wir dann auch drin, mit allen sozialen und Umweltaspekten, die das Ganze mit sich bringt. So, das war der Einschub, den ich an der Stelle immer mache. Vielleicht noch ganz kurz als, als Erwähnung. Eigentlich sollten jetzt die Ortsgruppe der Students for Future aus Düsseldorf kommen, die sich nach der Erkrankungskontrolle nicht kommen. Die wollten sich vorstellen, deswegen auch dieser Einschub. Die werden in irgendeiner der künftigen Stunden kommen. Wer also Lust hat, sich bei den Students for Future zu engagieren, ihr werdet dann da Kontakt haben. So, und damit beginnen wir jetzt tatsächlich mit der Vorlesung T0. Und ich habe zwei verschiedene Kapitel eingeteilt. Das erste Kapitel lautet Kraft und Bewegung. Wir schauen uns lineare Geschwindigkeiten an. Das hat jetzt mit Physikochemie überhaupt nichts zu tun, aber für mich ist es das einfachste Kapitel, mit dem ich physikalische Gesetze einführen kann und mit dem ich das Rechnen mit Einheiten einführen kann, was wir gebrauchen werden. Also, die Frage, die wir uns dabei stellen, ist, wie schnell bewegt sich ein Körper? Und das bezeichnen wir als Geschwindigkeit und wir können uns einfach mal vorstellen, die Geschwindigkeit, mit der ich mich bewege, ist die zurückgelegte Strecke, dividiert durch die Zeit, die ich dafür brauche. Wo ich bin denn Sebastian gerade wieder mit Schwitzen. Das heißt, die zurückgelegte Strecke misst man in den sogenannten SI-Einheiten, in der Einheit Meter, das ist rechts angegeben, und die von mir dafür benötigte Zeit misst man in der SI-Einheit Sekunde. Also hat die Geschwindigkeit, die resultiert Meter durch Sekunde, auch genau diese Einheit. Man schreibt es auch ab und zu, gerade wenn man sehr viele Einheiten hat, die man kombiniert, mit einer Schreibweise, dass man die Reziproken als hoch minus 1 schreibt, dann kann man nämlich alle Größen in eine Zeile schreiben. Ja, also die Meter pro Sekunde als Einheit. Darf sich natürlich auch wunderbar als Meter mal Sekunde hoch minus einschreiben. Wie gesagt, wenn ihr viele Einheiten habt und auch mehrfache Brüche, dann schreibt sich das auf die Art und Weise immer viel einfacher. So, also die Geschwindigkeit bekommt von uns das Symbol V für Velocity und das ist definiert als Strecke pro Zeit. Ich nehme das auch immer als schönes Beispiel. Wir müssen die physikalische Größe von ihrer Einheit streng unterscheiden, weil dummerweise passiert es relativ häufig, dass eine physikalische Größe,
dieselbe Abkürzung hat wie die Dimension einer anderen. S für die Strecke ist natürlich in keiner Weise zu verhindern mit hier in der Einheit S für Sekunde. Ja? Das ist eine Zeit. T hat die Einheit pro Sekunde. Kann ich nochmal einschreiben, die Einheit hier von Sekunde, die Einheit hier von ist Meter und daraus resultiert dann das Meter pro Sekunde oder Meter mal Sekunde hoch minus 1. Ja, so definieren wir Geschwindigkeit. Man kann dann noch eine Durchschnittsgeschwindigkeit definieren. Warum braucht man das? Wenn ich mich jetzt hier bewege, dann ist es natürlich, ihr seht es ja, alles andere als eine gleichförmige Bewegung. Ich gehe mal zwischendurch ein Stückchen schneller und dann mal wieder langsamer. Aber gemessen wird sozusagen vom Anfang, wo ich losgelaufen bin, bis zum Ende und dann dividiert man durch die Zeit, die ich dafür gebraucht habe. Dieser Verlauf, also so ein Verlauf, ich habe hier Strecke zurückgelegt pro Zeit, könnte, wenn ich wirklich schön gleichmäßig laufen würde, so aussehen. Also eine proportionale Größe, aber ich werde wahrscheinlich eher irgendwie so laufen. Ja, wenn das jetzt aber so endet, dann kann man die durchschnittliche Geschwindigkeit von hier bis zu der Zeit hier hinten natürlich ganz gut annähern aus dem Delta S. Also von hier nach hier, diese Strecke ist ja dann mein Delta S. Die Zeit bis hier ist mein Delta T, also ein Delta S durch Delta T. Also die mittlere Geschwindigkeit Delta V. Bezeichnet man auch oft als V gemittelt und die ist gleich die Änderung der zurückgelegten Strecke dividiert durch die Zeitänderung. Vollkommen egal, wie ich das jetzt gemacht habe. Ja, das sagt mir nicht im Einzelnen ganz genau, wie schnell ich zu jeder Zeit gelaufen bin, aber im Durchschnitt ist das mir die richtige Größe. Ja, also zum Beispiel, wenn ich 400 Meter in 20 Sekunden zurücklege, das schafft man nicht mehr, dann hat man 400 durch 20, macht 20, die Einheit Meter pro Sekunde, 20 Meter pro Sekunde zurückgelegt. Dann kann ich natürlich die zurückgelegten Strecken daraus ausrechnen, indem ich die Gleichung hier umstelle. Also dann ist mein Delta S gleich mein V gemittelt mal Delta T. Das, was ich hier noch angegeben habe, auf die Art und Weise kann man die zurückgelegte Strecke berechnen. Also wenn ihr euch mit der Durchschnittsgeschwindigkeit von den 20 Meter pro Sekunde bewegt und das über 5 Sekunden hinweg, dann habt ihr 20 mal 5 ist 100. Und jetzt, ja genau, das war das Beispiel, wo ich mal die Einheit auch rechnen wollte. Meter durch Sekunde mal Sekunde. Also ich schreibe es nochmal hier an. Die Einheiten sind ja dann die Einheit der Geschwindigkeit am Meter mal Sekunde hoch minus 1. Die Einheit der Zeit ist mal Sekunde. Sekunde hoch minus 1 mal Sekunde bleibt weg. Und Einheit Meter bleibt übrig. Und das ist die Einheit der zurückgelegten Strecke, also überhaupt einer Strecke. Dann können wir noch eine momentane Geschwindigkeit definieren. Und zwar ist es die Zeit oder ist die Geschwindigkeit, wenn das Streckenintervall gegen 0 geht und die dafür berücksichtigte Zeit natürlich auch gegen 0 geht. So, und das heißt, an irgendeinem Punkt dieser Kurve, was heißt dieses Delta S nach Delta T gegen 0? Das heißt, ich lege hier die Tangente an. Und die Tangente hat an dieser Stelle dieses Delta V, Entschuldigung, dieses Delta S und dieses Delta T. Wenn ich die Tangente an dieser Stelle jetzt hier anlegen würde, dann wäre das hier mein Delta T und das hier mein Delta S. Ja? Also an allen diesen Stellen kann ich jetzt auch die Tangente anlegen. Die Tangente in diesem Punkt ist die momentane Geschwindigkeit in diesem Punkt her. Wenn ich über die alle aufsummiere, dann kommt mir die Durchschnittsgeschwindigkeit raus. Ja? Weil natürlich jede einzelne momentane Änderung, wenn ich die dann aufsummiere, muss zur Durchschnittsgeschwindigkeit führen.
So. Was wir bisher besprochen haben, waren skalare Größen. Skalare Größen sind nicht richtungsabhängig, die bestehen nur aus zwei Teilen, nämlich einem Zahlenwert und einer Einheit. Es gibt auch skalare Größen, die keine Einheit haben, aber im Moment brauchen wir hier eigentlich nur die Einheit und erachteten Größen. Ja, also zum Beispiel jetzt hier die Geschwindigkeit. Wenn wir uns nicht nur dafür interessieren, wie schnell wir von A nach B kommen, sondern wo sind denn genau A und B, brauchen wir noch eine Zusatzinformation, nämlich eine Richtungsinformation. Da reicht uns der Betrag, also der Zahlenwert der Geschwindigkeit nicht aus. Und auch da habe ich mal versucht, wieder ein möglichst einfaches Beispiel zu finden. Wenn wir von dem Punkt unten ausgehen und gehen 2 Kilometer genau nach Norden, also nach oben in diesem Beispiel, entlang der Strecke A. Und wenn wir 2 Kilometer gelaufen sind, dann gehen wir genau 4 Kilometer nach Osten. Und die Frage ist jetzt, naja, wir sehen es ja schon, viel schneller gehen wir mal entlang der Strecke C ans Ziel, ja, wenn man das hier gepunktete verfolgt. Und ihr seht, so wie ich das hier gezeichnet habe, geht erst genau nach Osten, erst genau nach Norden, dann genau nach Osten, heißt das natürlich, die Himmelsrichtungen stehen ja im rechten Winkel aufeinander. Das, was ich hier angezeichnet habe, ist ein rechtwinkliges Dreieck. Und links oben ist der rechte Winkel angegeben. Diese Größe C, die kann man sich jetzt relativ einfach ermitteln. Ihr kennt den Satz des Pythagoras, also das Quadrat über der Strecke A plus das Quadrat über der Strecke B ist gleich dem Quadrat über der Strecke C. Das heißt, wir können bis C einfach dadurch ausrechnen, dass wir die Wurzel aus dem Betrag von a² plus b² bilden. Und in unserem Beispiel war a 2 Kilometer, das 2 zum Quadrat ist 4, Strecke b ist 4 Kilometer, 4 zum Quadrat ist 16, 16 plus 4 ist 20, Wurzel aus 20, wenn jetzt auf meinem Taschenrechner eingeht, sind 4,472. Das ist also die Strecke in Kilometern, die hier zurückgeht. Das habe ich ja gesagt, das ist jetzt keine skalare Größe mehr, weil ihr habt ja jetzt Richtungen vorgegeben. Und Richtungen gibt man durch vektorielle Größen vor. Und wir werden es unterscheiden, entweder alles, was ich auf Folien und auf dem Beamer vorbereiten kann, sind die Vektoren einfach fett gedruckt. Also ein fettes V bedeutet eine vektorielle Geschwindigkeit. Da brauche ich noch eine Information, in welche Richtung geht denn diese Geschwindigkeit. Wenn ich es dünn drucke, dann ist es einfach der Betrag und ich interessiere mich nur, wie schnell komme ich denn von A nach B, vollkommen unabhängig in welche Richtung. Wenn ich das hier an der Tafel mache, ich finde es immer sehr schwer, mit Kreide Fettdruck zu imitieren, dann mache ich einfach ein Dach über die entsprechende Größe. Ein Dach deutet an, dass es jetzt hier bei meinem Vektor, meine vektorielle Größe handelt. Ja, also für mich ist V Dach gleichbedeutend mit einem fetten V, was eben die vektorielle Größe andeuten soll. Genau, und skalare Größen sind eben normal. So, jetzt können wir uns, wenn es eine Richtungsangabe ist, ja auch fragen, wie groß ist denn der Winkel, den ich jetzt loslaufen muss, weil ich weiß ja gar nicht genau, wo mein Ziel da ganz rechts oben ist. Also in welche Richtung muss ich denn laufen? Also würde ich mit dem Kompass jetzt erstmal die Nordrichtung feststellen und dann schauen, unter welchem Winkel muss ich denn jetzt loslaufen, um mein Ziel zu erreichen. Und dafür dient uns die Trigonometrie und die entsprechenden Größen habe ich uns hier aufgeschrieben. Also die Seite oben b dividiert durch die Seite a ist gegeben durch den Tangens dieses Winkels. So, die Seite a nennt man auch die Ankathete, die Seite b nennt man die Gegenkathete, also der Tangens dieses Winkels ist durch die Gegenkathete durch die Ankathete gegeben. Ich kann auch den Kosinus des Winkels definieren, der ist durch die Strecke a dividiert durch c gegeben, c nennen wir die Hypotenuse, also a durch c ist der Kosinus dieses Winkels,
oder die Gegenkathete des Hypotenus ist der Sinus des Winkels B durch C ist Sinus Theta. So, okay. Umgekehrt können wir, wenn wir diesen Tangens haben, uns den ursprünglichen Winkel daraus ausrechnen durch die Umkehrfunktion des Tangens, das ist der Arcus-Tangens, also den Winkel bekommt, indem wir Arcus-Tangens von g durch a ausrechnen. Da muss man vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen. Der ist auf jeder oder auf vielen Taschenrechner-Tastaturen mit unterschiedlichen Symbolen gekennzeichnet, ganz häufig, weil man es auch den Kehrwert bezeichnet, das ist dann mit, in dem Fall haben wir den Tangens mit Tangens hoch minus 1. Ja, wenn der Tangens hoch minus 1 wird, dann berechnet ihr eigentlich den Arcus-Tangens. Und wenn ihr das jetzt macht, die Strecke B, wie gesagt, war 4, die Strecke A war 2, b durch 2 ist 2, also den Arcus-Tangens von 2 ist 63 Grad. Und ihr seht, egal was wir jetzt für Paare nehmen, es kommt immer der Winkel 63,4 raus, muss ja natürlich, weil alle trigonometrischen Gleichungen gleich richtig sind. Ja, also das heißt, dieses Beispiel gleicht euch jetzt, wir müssten jetzt ungefähr 60 Grad in nordöstlicher Richtung loslaufen und dann geht ihr den kürzesten Weg. Ja, auf die Art und Weise habt ihr jetzt eine vektorielle Größe auf der skalaren Größe gemacht. Was sind Beispiele für vektorielle Größen? Die Geschwindigkeit, die Beschleunigung. Beschleunigung ist nichts anderes als das Maß, wie schnell sich eine Geschwindigkeit ändert. Es kann in eine Richtung gehen, die Geschwindigkeit wird immer größer, dann nennt man es eine Beschleunigung. Die Geschwindigkeit wird immer kleiner, dann nennt man es auch Beschleunigung, aber negative Beschleunigung, im allgemeinen Sprachgebrauch nennt man es aber Abbremsen. Ja? Das ist das, was ihr beim Auto macht, das ist eine negative Beschleunigung, wenn ihr auf der Bremse steht. Der Impuls ist eine vektorielle Größe, also unter welchem Winkel ich irgendwo draufschlage, unter welchem Winkel ich ein Werkzeug angreife, bestimmt ganz stark die Wirkung, die ich damit erzielen kann. Also Impuls, auch die Kraft ist eine vektorielle Größe. Alle Felder, das sagt der Name schon, Felder werden vermittelt durch Feldlinien. Feldlinien haben eine Richtung definiert eine vektorielle Größe. Also elektrische, magnetische Felder sind immer vektorielle Größen. Andere Beispiele, die nicht vektoriell sind, sind die Masse. Es gibt keine Richtungsinformation in der Masse. Die Ladung. Welche Ladung ein Körper hat, ist vollkommen von der Richtung unabhängig. Die Energie, die Temperatur, die Entfernung. Das ist jetzt kein Widerspruch, dass wir gesagt haben, der Abstand ist eine vektorielle Größe, weil da muss ich sagen, ich gehe von da nach da in diese Richtung. Bei der Entfernung interessiere ich mich tatsächlich nur für die Entfernung, wie weit sind diese beiden Punkte voneinander entfernt und nicht für die Winkelinformation. Der Betrag der Geschwindigkeit, also ich lasse die Richtungsinformation weg, mache Betragsstriche außenrum, und dann habe ich aus der vektoriellen Größe Geschwindigkeit eine skalare Größe gemacht. Vektoren, also wie man skalare addiert, wisst ihr, die zählt man einfach zusammen. Ja? Das ist trivial. Vektoren sind nicht so einfach, die muss man vektoriell addieren. Und das habe ich hier mal an zwei Vektoren gezeigt, also dieser Vektor a und b. Den Vektor a in diese Richtung hier laufen lassen und der Vektor b läuft hier so schräg nach unten. Wie addieren die vektoriell? Ich verschiebe, ich mache das jetzt hier in der Tafel direkt, ich verschiebe den Vektor b so, dass sein Anfang in das Ende des Vektors a kommt. Ja, also der liegt ja hier so. Also ich verschiebe den, dass der Anfang von b im Ende von a liegt und dann verbinde ich den Anfang vom a mit dem Ende von b. Das ist mein neuer Vektor c. Und das ist jetzt die vektorielle Größe, also das ist entweder so geschrieben oder mit DAF oder FET, mit der ich das ausrechnen kann. Ja, was wir sehen ist, wenn man die beiden austauscht, also b plus a rechnet, dann nimmt man den Vektor b, lassen wir mal neu, den Vektor b und macht in das Ende von b den Vektor a, der ungefähr in dieser Richtung ging,
verbinde ich wieder, das hier ist jetzt B, das hier ist A, verbinde ich den Anfang hiervon mit dem Ende hiervon und dann ist das hier mein neuer Vektor C. Jetzt muss ich aber aufpassen, Richtung ist hierhin. Und ihr seht, diese, also jetzt so, in der Genauigkeit, die ich hier in der Tafel hinbekomme, sind gleich. Das heißt, wir haben hier tatsächlich also wir können das Kommutativgesetz anwenden. Also in diesem Fall gilt A plus B ist gleich B plus A. Also egal, welchen Weg ich zuerst gehe, die Summe der beiden Vektoren wird auch vektoriell gesehen dasselbe ergeben. So, und dann hier ein Beispiel. Ihr seht, das Beispiel hier blau gedruckt. Das will euch was sagen. Okay, also ein Beispiel. Wir haben einen Fluss und ein Boot will diesen Fluss überqueren. Und das Ziel ist, dass man ganz genau auf der anderen Seite des Flusses ankommt. So, wenn jetzt ein Fluss ein stehendes Gewässer wäre, wäre das trivial, ich peile das andere Ufer an und fahre einfach einmal quer rüber. Aber jetzt ist dieser Fluss natürlich ein Fließgewässer und nimmt euer Boot in Flussrichtung ein Stück mit. Das heißt, wenn ich einfach geradeaus rüberfahre, kommt ihr an einem viel weiter flussabwärts liegenden Punkt raus. Also was ihr machen müsst, ist natürlich ein Stück flussaufwärts fahren, sodass die Geschwindigkeit, mit der ihr flussaufwärts fahrt, genau kompensiert wird durch die Strömungsgeschwindigkeit des Flusses nach unten. Und diese Kompensation kommt ihr dann genau auf der anderen Seite raus. Und die Frage ist, wie weit muss man denn sozusagen flussaufwärts peilen? Oder unter welchem Winkel muss ich das anpeilen? Und dazu habe ich erstmal hier links das Bild aufgemalt, um das es geht. Ja, also unser Boot muss jetzt quasi gegen die Strömung ein bisschen anfahren, um genau auf der anderen Seite anzukommen. Die Geschwindigkeiten, mit der das Boot fährt, habe ich hier angegeben. Also das fährt 4 Meter pro Sekunde in der Richtung gegen den Strom. Die Strömungsgeschwindigkeit meines Flusses ist 3 Meter pro Sekunde. Und jetzt kann ich die beiden vektoriell addieren und komme dann auf diese unbekannte Geschwindigkeit, mit der es einmal rüberfährt. So, also das Erste, was ich mache, ist, ich schreibe mir quasi den Pythagoras-Satz auf. Also das Quadrat über dieser Geschwindigkeit v ist das Quadrat über 3 Meter pro Sekunde plus dem Quadrat, ist gleich dem Quadrat über 4 Meter pro Sekunde. So, das kann ich jetzt auflösen und die Wurzel daraus ziehen. Dann bekomme ich für die unbekannte Geschwindigkeit 2,65 Meter pro Sekunde. Also so schnell komme ich auf die andere Seite. Die Frage ist jetzt noch nach dem Winkel, den ich fahren muss. Das kann ich über die trigonometrischen Beziehungen machen. Also der Sinus dieses Winkels, der ist ja gegeben durch die Gegenkathete, dividiert durch die Hypotenuse, also 3 Meter pro Sekunde, dividiert durch 4 Meter pro Sekunde. Die Meter pro Sekunde kürzt sich raus. Das muss auch so sein, weil das Argument der trigonometrischen Funktion darf keine Einheit mehr haben. Ja, wenn es sich rauskürzt, ist es einheitenlos. Und dann haben wir 3 Viertel, 0,75 und den Winkel kriege ich dann, indem ich aus dem Sinus des Winkels den Arcosinus bilde, also Arcosinus von 3 Viertel ist 48,6 Grad. So, diese 48,6 Grad gibt mir jetzt den Winkel an relativ zur Quergeschwindigkeit. Ganz häufig man das aber gerne sozusagen auf die Nordrichtung und Norden und so wie es hier jetzt halt stehen, senkrecht zueinander, ist der Winkel in Bezug auf die Nordrichtung 90 Grad minus die 48,6, also mit 41,4 nach Nordost fahren. Also das ist die Abweichung von der Nordrichtung in Ostrichtung. Mit einer Geschwindigkeit von 2,65 Meter pro Sekunde und dann kommt man genau auf der anderen Seite an. Ja? Das könnt ihr jetzt natürlich für jede beliebige Kombination machen. Das Einzige, was nicht passieren darf, ist, eure Geschwindigkeit, mit der ihr gegen den Strom anfahrt, darf niemals kleiner werden als die Strömungsgeschwindigkeit.
Möglichkeiten. Ja? Nur dann habt ihr überhaupt eine Chance, auf derselben Höhe anzukommen. Wenn die Zahl auf eurer Lose hier kleiner wird, als die auf der Gegenkathete, dann werdet ihr zwangsläufig um abwärts gespielt. Ja? Okay, das war dieses Beispiel und damit sind wir mit der Zeit für heute auch schon rum. Wie gesagt, Übungen als Übungsaufgaben haben wir heute nicht, aber noch mal der Hinweis, super interessant, das wird schon mal meine Frage. Okay, wir sehen uns in einer Woche. Mach dann aus, ja? Michael, mach dann aus.